Assalamu alaikum. Wenn du aus Glaubensgründen an Turnieren Menschen nicht verletzen kannst und dennoch Kampfkunst betreiben möchtest, dann kann das möglicherweise bedeuten, dass du halt entweder keine Turniere machen kannst. Du kannst dennoch Kampfkunst betreiben. Du kannst üben, kannst am Training teilnehmen und kannst all das machen, was es ausmacht, ein Kampfkünstler zu sein, außer Wettkämpfe. Oder du findest eine Form von Wettkämpfen, bei denen es nicht darum geht, den Gegner zu verletzen. Je nach Auslegungssache und persönlichen Gewissens kann das etwas Unterschiedliches sein. Für mich, ich bin selbst Christ, also meine Auffassung von Religion und von der Verbindung zu Gott mag eine andere sein. Ich empfehle Leuten, die sich von religiösen Regeln leiten lassen, auch immer, fragt insbesondere einen Gelehrten eurer Glaubensrichtung. Frag jemanden auch, der den Islam studiert hat und der ein Verständnis hat von Islam und Kampfkunst, und der kann dir eine sehr differenzierte und artikulierte Meinung und Information über genau dieses Thema geben. Für mich ist es sehr wichtig, auch zu hinterfragen, was genau bedeutet es, jemanden zu verletzen. Geht es hier wirklich rein ganz extrem um nicht jemanden körperlich oder seelisch zu verletzen überhaupt? Dann sind wir aber schon extrem eingeschränkt. Geht es auch darum, dieses Verletzungsrisiko nicht einmal in Kauf zu nehmen? Das müssen wir uns fragen, oder? Selbst wenn ich einen an der Hand führe und über ein Trottoir laufen lasse, könnte der sich ja den Fuß zertreten. Also denke ich, so extrem kann diese Einschränkung nicht gemeint sein. Vermutlich geht es um absichtliches Verletzen. Und da müssen wir uns fragen, inwiefern wollen wir uns zugestehen oder inwiefern glauben wir, Gott gesteht uns zu, selbst freiwillig an etwas mitzumachen, das möglicherweise ein Verletzungsrisiko hat, wo wir aber auch jederzeit selbst Stopp sagen können. Möglicherweise empfinden wir dann und sehen selbst, dass vielleicht wir Ringen als für erlaubt empfinden können, wo es überhaupt nicht um Verletzung geht. Vielleicht empfinden wir auch noch Brazilian Jiu-Jitsu oder Grappling als erlaubt, wo der andere jederzeit selbst tappen kann. Ich finde es sehr wichtig, da zum Beispiel die Leute nicht absichtlich zu verletzen, sondern ihnen Zeit zu geben, auch zu tappen, aber auch ihre Meinung zu respektieren, ihren eigenen Willen, wenn sie sich verletzen lassen möchten. Und vielleicht sogar im Boxen, wenn wir nicht absichtlich jemanden wirklich verletzen, sondern ihn nur mit Schlägen ein bisschen in die Knie zwingen wollen, bis er aufgibt. Das muss jeder Mensch, wird das, bewusst oder unbewusst, mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren müssen und da einen Weg finden, inwiefern er Kampfkunst ausleben lässt. Und deshalb sage ich,